herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Phoenix Wright Trials and Tribulations weiter. Beim letzten Mal haben wir den ersten Prozesstag hinter uns gebracht. Edgeworth hat eine wunderbare Vorstellung abgegeben und sich ein nettes kleines Scharmützel mit Franziska von Karma geliefert. Und tja, wie geht's jetzt weiter? Spielen wir jetzt tatsächlich mit Phoenix weiter? Oder muss doch Edgeworth die Kohlen aus dem Feuer holen? Wir werden sehen. 9. Februar, 3.43 Uhr, Hottie Klinik, Intensivstation. Ich bin noch so spät auf, weil ich mir die Protokolle eines gewissen Falles durchlese. Es handelt sich um den ersten Fall, den meine Mentorin Mia vor Gericht verhandelt hat. Die schreckliche Wahrheit dieser Seiten hält mich gegen meinen Willen wach. Dahlia Hawthorne. Ich will nicht glauben, was ich da lese. Das, was hier steht, das ist nicht die Dahlia, die ich kannte. Nachdem ich in den Adlerfluss gestürzt war, wurde ich auf wundersame Weise gerettet. Au, mein Kopf. Naja, nicht ganz. Ich habe mir eine grauenvolle Erkältung geholt. Mir ist schwindelig, ich habe Ohrenpfeifen, mein Hals brennt und mein Kopf platzt bald. Aber ich werde wieder gesund. Bis heute Nachmittag muss ich wieder gesund sein. Ich habe ein Treffen mit dem übellaunigsten Zeugen, den man sich nur vorstellen kann. Aber ich weiß, dass er in der Lage ist, mir zu helfen. Irgendwie. Februar, 14.43 Uhr, Dämmerbrücke. Right. Bist du dir sicher, dass es dir schon gut genug geht? Du bist immer noch etwas grün um die Nase. Ein Künstler würde vielleicht von Veronese-Grün sprechen. Mein Fieber ist schon ganz gut runtergegangen. Wie hoch ist es denn gerade? Nur noch 39 Grad. Kein Grund zur Sorge. Jedenfalls, ich habe das Protokoll der heutigen Verhandlung gelesen. Nicht schlecht, Edgeworth. Unter den gegebenen Umständen sogar beeindruckend. Wir sind noch nicht über den Berg. Der Knackpunkt morgen wird die Mordwaffe sein. Ja. Immerhin wurde der tödliche Streich nicht mit dem Chichishito ausgeführt. Das heißt, dass sich irgendwo noch ein Schwert befindet, von dem wir nichts wissen. Noch ein Schwert, hm? Mach dir doch mal keine Sorgen, Junge. Wenn ich die Mordwaffe nicht finde, fresse ich meinen Mantel. Vielen Dank, Edgeworth. Ich werde die Sache jetzt übernehmen. Hey, ist wahrscheinlich besser so. Ich hatte sowieso vor, dem alten Revier mal einen Besuch abzustatten. Es gibt da etwas, das ich mir gerne mal genauer ansehen würde. Und das wäre? Die Vorgeschichte unserer Mandantin natürlich. Sie meinen Iris, Sir? Es kommt mir so vor, als wären wir uns schon einmal begegnet. Ich will Klarheit, mit welchem Ergebnis auch immer. Und da du mir dabei wahrscheinlich keine große Hilfe sein wirst... Tut mir leid, Edgeworth. Leb wohl, Wright. Pass auf dich auf. Und da geht er von dannen. Ich werde mich dann wohl auch auf den Weg machen. Wieso? Werden sie irgendwo gebraucht? Ja, ich muss mich mal daran machen, diese Brücke zu reparieren, Junge. Ich baue da etwas zusammen, damit wir auf die andere Seite kommen. Ach, stimmt ja. Maya sitzt ja immer noch im inneren Tempel fest. Keine Sorge, Junge. Wenn alles fertig ist, erfährst du es als Erster. Danke, Ganshu. Kein Problem, Junge. Steck mich einfach nicht an, okay? Also gut, bin unterwegs. Halte durch, Maya. Wir holen dich da raus, versprochen. Aber in der Zwischenzeit muss ich weiter Beweise sammeln. Ja, stimmt. Maya ist immer noch auf der anderen Seite der Schlucht. Pearls ist übrigens auch immer noch verschwunden. Gut, okay, so, dann gucken wir mal, wo wir jetzt unter Umständen irgendwelche Beweise finden können. Ich weiß es nicht. Vielleicht zum Beispiel in der Halle des Himmels? 9. Februar, Halle des Himmels. Scheint niemand hier zu sein. Larry! Loris! Ich war mir sicher, er würde sich hier verstecken.
Ich werde später nochmal probieren. Gut, dann gibt's hier momentan also eher nix. Dann gehen wir eben direkt zum Tempel und gucken mal, wer sich dort so herumtreibt. 9. Februar, Hasakura-Tempel, Haupttor. Komm schon, bitte, nur für die Kunst, ich schwör's dir. Ich kenne nur einen Menschen, der so hartnäckig und gleichzeitig hektisch ist. Es geht hier um die Heldin meines Buches. Damit wirst du berühmt. Genug. Der dümmste Dummkopf ist der Dumme, der die Dummheiten des dummen Dummkopfs mitmacht. Stimmst du mir dazu, Phoenix Wright? Sekunde mal. Ich kenne dich, du bist, au! Du solltest deine Reflexe und deinen Verstand mal auf Vordermann bringen. Mir kocht das Hirn über. Und die macht mir wegen eines Namens die Hölle heiß. Franzi, das kannst du doch nicht machen. Nix steht auf der Schwelle des Todes. Sagt man mir zumindest. Ein totes Pferd peitschen. Ist das nicht eine von euren amerikanischen Redewendungen? Kenn ich nicht. Nein, ist es nicht. Und ich befinde mich auf überhaupt keiner Schwelle. Bitte, Nick. Kannst du sie nicht überzeugen? Sie muss unbedingt für mein Bilderbuch Franzis Peitschen einmal eins im Modell stehen. Bilderbuch Franzis Peitschen einmal eins. Das könnte in gewissen Kreisen ziemlich hoch im Kurs stehen. Kann ich mir vorstellen. Aber gut. Ja. Bevor du mich bittest, Modell zu stehen, lerne erstmal halbwegs anständig auszusagen. Und davor am besten noch, wie man ein halbwegs anständiges Leben führt, Larry. Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich sage die Wahrheit. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sie ist geflogen, wirklich. Wusch! Genau wie der Kerl mit den roten Unterhosen. Glaubt bloß nicht, ich nehme eure Entschuldigung an, wenn ihr später angekrochen kommt. Ah, da geht er hin. Phoenix Wright. Wir haben uns ein ganzes Jahr nicht gesehen. Das Wiedersehen freut mich. Mich freut's auch, Franziska, im Endeffekt, auch wenn sich Phoenix komischerweise nicht mehr an sie erinnert, aber egal. Bist du die ganze Zeit in Deutschland gewesen? Ganz recht. Haben meine makellose Bilanz erweitert, natürlich. Wie schön. Hört sich an, als hätte sie sich kein bisschen verändert. Es ist wirklich schon ein Jahr her, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich bin Franziska von Karma, das Genie. Alles klar. Ich gab eine vielversprechende Karriere in Deutschland auf, aus einem einzigen Grund. Rache. Franziska ist in Deutschland aufgewachsen und wurde schon mit 13 Staatsanwältin, weil das hierzulande natürlich üblich ist. Ihr Vater war der legendäre Staatsanwalt Manfred von Karma. Er hat 40 Jahre lang keinen einzigen Fall verloren. Aber nun ist er tot. Sag nicht, du gibst mir immer noch die Schuld daran, was deinem Vater passiert ist. Phoenix Wright. Ich werde dich in die Knie zwingen, das schwöre ich. Aber um meiner selbst willen, nicht um meines Vaters. Ist das klar? Ja, kristallklar. Okay. Ich war wirklich schockiert. Ich kam mit dem Ziel nach Amerika zurück, dich zu besiegen. Stattdessen stand mir mein kleiner Bruder als Verteidiger gegenüber. Edgeworth. Da fällt mir ein, wegen Manfred von Karma ist Edgeworth überhaupt erst Staatsanwalt geworden. Miles Edgeworth hat mir etwas höchst Interessantes erzählt, weißt du? Er sagte, dieser Fall sei für dich von besonderer Bedeutung. Das stimmt auch. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Dass du persönlich involviert bist, wird mir deine Vernichtung noch süßer machen. Vielleicht liegt das ja nur am Fieber. Aber ihre unverhohlene Feindseligkeit wirkt fast schon niedlich. Au! Da gibt's nichts zu grinsen. Da gab's nichts zu peitschen. So ein dummer Dummkopf. Solch einem dummen Dummkopf so einen dummen Gefallen zu tun. Edgeworth. Mach keinen Fehler, Phoenix Wright. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Ich werde dich in deine Einzelteile zerlegen. Hätte mich auch gewundert, wenn du hier wärst, um mir Hustenkiller X zu bringen. Auf dem Flug hierher bin ich die gesamten Prozessakten durchgegangen. Du hast das alles gelesen? Ja,
Jedes einzelne Wort von jedem Satz in jedem einzigen Absatz. Dank deines stümperhaften Vorgehens war es durchaus interessanter Lesestoff. Eine brennende Brücke überqueren? Hast du auch nur einmal an die Gefahr gedacht? Nein. Das Einzige, was ich gedacht habe, war, ich muss darüber. Ein Dummkopf, der gar nicht denkt, ist noch dümmer als ein Dummkopf, der Dummes denkt. Gamschu meinte, er würde mir Bescheid sagen, sobald die Brücke repariert ist. Maya, es muss ihr einfach gut gehen. Ich weiß es. Und ich muss sie fragen, was an jenem Abend im inneren Tempel passiert ist. Gut, okay, ja, dann war nett, dich zu sehen, Franziska, aber dann gehe ich jetzt erstmal wieder, tschö, in die Haupthalle. 9. Februar, Hasakura-Tempel, Haupthalle. Ja, Hammer? Das war ein verdammt langer Seufzer. Ach so. Schwester Bikini? Welch Überraschung! Du auch hier? Wie geht es dir? Meinetwegen brauchen Sie nicht so tun, als hätten Sie gute Laune. Ich habe die Dinge anscheinend furchtbar aus dem Ruder laufen lassen, hm? Ich habe zugelassen, dass die mystische Elise starb. Und dann auch noch das mit Iris. Mystische Elise? Wenn ich so drüber nachdenke... Eine der Akolytinnen ist im inneren Tempel gefangen. Und von dem armen kleinen Mädchen fehlt auch jede Spur. Das kleine Mädchen? Sie meint doch nicht Pearls, oder? Ich fürchte doch. Sie wurde seit dem Morgen nach der Tat nicht mehr gesehen. Pearls? Sie ist verschwunden? Warum hat mir das keiner gesagt? Tja, warum hat es ihm keiner gesagt? Und wo verdammt nochmal ist Pearls? Fragen über Fragen. Ich glaube, ich werde alt. Ich habe mein Selbstvertrauen ganz und gar verloren. Sprechen Sie von Ihrem heutigen Auftritt vor Gericht? Du glaubst mir doch, oder? Ich bin keine Lügnerin. Ich lüge nie. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich sah, wie Iris das Schwert aus der Leiche der mystischen Elise zog. Da bin ich absolut sicher. Zumindest war ich das bis heute Morgen. Ich kann keine psychischen Blockaden sehen. Also muss sie die Wahrheit sagen. Und warum sind sie sich plötzlich so unsicher? Du kennst doch diesen Künstler, der nach mir ausgesagt hat? Ich habe Iris fliegen sehen, mit flatternder weißer Haube. Ich hatte fast das Gefühl, selbst gleich abzuheben. Als ich sah, wie inbrünstig dieser Mann sowas vollkommen Absurdes behauptete, begann ich mich zu fragen, ob ich mich im Zeugenstand auch so benommen hatte. Ich würde den Kerl nicht allzu ernst nehmen. Er ist zwar ein Künstler, aber nur im Anziehen von Ärger. Wenn Bikini und Larry beide die Wahrheit sagen, kann das nur heißen, sie haben nicht das gesehen, was sie denken gesehen zu haben. Sie haben Iris am Abend des Mordes im inneren Tempel getroffen, korrekt? Ja, das stimmt. Ich bin sicher, dass es Iris war. Aber Iris behauptet, sie wäre auf ihrem Zimmer im Hasakura-Tempel gewesen. Ich weiß, ich hätte an jenem Abend nicht hierher zurückkommen dürfen. Aber weil sie zurückgekommen sind, ist Maya im inneren Tempel gefangen. Na, das tut mir wirklich furchtbar leid. In dem Gemäuer zieht es wie Hechtsuppe. Im Winter ist es besonders schlimm. Das glaube ich sofort. Der Trainingsraum sieht aus, als wäre er kurz vorm Einsturz. Der Adlerberg war schon immer erdbebengefährdet. Erdbeben? Ja, ich wäre nicht überrascht, wenn das nächste Größere den Trainingsraum einebnen würde. Wir müssen Maya da rausholen, und zwar schnell. Aber wir brauchen uns trotzdem keine Sorgen zu machen. Das Gebiet jenseits der Dämmerbrücke ist so abgeschlossen wie eine Insel. Wie eine Insel? Weshalb? Nun, der innere Tempel ist das einzige, was sich hinter der Brücke befindet. Niemand lebt dort, und das Gebiet ist komplett von Fluss und Wald eingeschlossen. Ich verstehe. Wenn ein Verbrecher in diese Richtung fliehen würde, wäre er dort also gefangen. Und er oder sie müsste dort so lange ausharren, wie die Brücke außer Betrieb ist. Maya sitzt da also vielleicht zusammen mit einem Mörder und ohne Fluchtmöglichkeit fest. Oh mein Gott, ja, das könnte sein. Bitte, Gamschu, beeilen Sie sich mit der Brücke. Mich interessieren da ein paar Dinge, wenn Sie nichts dagegen haben, mir zu helfen.
Oh, brauchst du vielleicht meine Maße für deine Ermittlung? Nein, nein, nein. Ich würde gern etwas mehr über das Opfer Elise Donim erfahren. Ich fürchte, ich kenne weder ihren Taillen noch ihren Brustumfang. Nein, nein. Ich wüsste zuerst einmal gerne, warum sie überhaupt an so einem Ort war. Ich meine, sie selbst sagte, sie wäre nicht wegen des spirituellen Trainings hier. Ach du meine Güte, du tust ja so, als wäre das hier eine Müllhalde, Phoenix Wright. Die mystische Elise wollte die überwältigende Schönheit des Adlerbergs genießen. Da, sie haben es schon wieder getan. Schwester Bikini, mir ist aufgefallen, dass sie Frau Donim immer mystische Elise nennen. Oh? Ja, warum tun sie das? Immerhin war sie keine Akolytin. So reden wir unsere Gäste immer an. Das macht ihre Erfahrung hier authentischer. Und sowieso, sie war älter als ich. Vor dem Alter muss man Respekt haben. Woher wollen Sie das wissen? Wie können Sie sicher sein, dass sie älter war als Sie? Ups. Was zum Teufel? Frau Elise Donim war allem Anschein nach kein gewöhnlicher Gast. Und dann ist da noch Pearls. Sie war am Mordabend mit Frau Donim unterwegs. Und jetzt ist sie verschwunden. Irgendwie muss das alles zusammenhängen. Warum bloß musste Pearls in diesen ganzen Schlamassel mit hineingezogen werden? Bitte, Phoenix Wright. Ich weiß, du bist besorgt, aber versuch dich zusammenzureißen. Oh Mann. Meine Kopfschmerzen bringen mich um. Pearls. Sie war am Mordabend bei Frau Donim, wissen Sie noch? Ja, aber ich muss mich hier um einen Tempel kümmern. Ich habe das Training vorbereitet. Nach dem Abendessen habe ich den kleinen Schatz nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der Mord hat sich doch nicht etwa vor ihren unschuldigen Augen abgespielt, oder? Dem Inspektor zufolge ist sie bei sich zu Hause auch nicht wieder aufgetaucht. Tief durchatmen, bleib ruhig. Einen Ort gibt es noch, an dem Pearls sein kann. Sie muss einfach dort sein. Gumshoe, das müssen Sie für mich überprüfen, also Beeilung mit der Reparatur. Ach so, er meint, dass sie auch vielleicht drüben ist? Ich fand auch die Theorie interessant, dass eventuell der Mörder, wir gehen jetzt ja einfach mal davon aus, dass es nicht Iris ist, dass der Mörder von Frau Donim auch auf der anderen Seite sein könnte. Auf den Gedanken war ich jetzt offen gesagt so gesehen auch noch nicht gekommen, aber stimmt. Es kann natürlich sein, dass die alle noch da drüben gefangen sind. Und eben nicht nur Maya dort rumhängt. Aber okay, so, was gibt's denn beim Innenhof? 9. Februar, Asakura-Tempel, Innenhof. Hier hat Schwester Bikini den Vorfall beobachtet. Schwer vorstellbar, dass sie in ihrer Aussage gelogen hat, also warten hier vielleicht noch ein paar Hinweise darauf, entdeckt zu werden. Ach so? Na, dann gucken wir uns mal um. Das Shichishito. Die mystische Army hält es in ihrer Hand. Aber heute im Gericht wurde bewiesen, dass es nicht die Mordwaffe war. Seinem Aussehen nach zu urteilen, wurde es früher für echt grausige Dinge benutzt. Okay. Das Shichishito, okay, ich wollte eigentlich den Blutfleck da untersuchen, aber gibt's wohl nicht. Frau Donims Stab. Ich kann mich ganz eindeutig erinnern, dass da eine Kristallkugel dran war. Larry hat die Kugel zufällig in der Nähe der Dämmerbrücke entdeckt, aber wie ist sie dorthin gekommen? Gute Frage. So, Diverse dieser Laternen sind über den ganzen Innenhof verteilt. Ohne die Lichter der Stadt sind sie sicher wesentlich heller als sonst irgendwo. Da Iris nicht hier sein kann, wird Schwester Bikini sie jetzt wohl entzünden müssen. Sofern ihr armer Rücken das mitmacht. Auf dem Adlerberg schneit es jede Menge. Schieß benutzt man hier nicht nur zum Spaß. Sie sind ein übliches Fortbewegungsmittel. Aber der Schlitten, der kann eigentlich nur zu Bikinis Privatvergnügen da sein. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie da reinsitzt und so, hui, den ganzen Berg runter, yay. Oberhalb dieser Steinmauer befindet sich das Haupttor. Der Höhenunterschied beträgt fast 3 Meter. So steil ist dieser Abhang. Der Autopsie nach ist der Körper genau aus dieser Höhe gefallen. Wurde Frau Donim vielleicht von dieser Mauer geworfen? Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ja, aber sowas anderes Großartiges gibt's hier eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, was ich hier noch durchsuchen sollte, untersuchen sollte, wie auch immer. Gut,
Gehen wir also... Hey! Hey, was, wer? Was war das für ein markerschütternder und rücksichtsloser Schrei? Hier steckst du also. Du hast dir also schön gemütlich gemacht. Inspektor, sind Sie fertig mit der Repar... Die Brücke? Ja, fertig. Ich hab doch versprochen, dir Bescheid zu sagen. Also gut. Ich komme dann mal mit dir mit und... Tut mir leid. Kein Zutritt für Unbefugte. Nur wer direkt mit dem Fall zu tun hat. Wie bitte? Ich habe doch direkt mit dem Fall zu tun. Mehr als ich kann man damit nicht zu tun haben. Ja, aber nicht in dem Sinne, den ich mal... Lange nicht gesehen, alter Gammler. Sie sind... von Karma. Schwester, bitte überlasse die Ermittlungen mir. In der Tat, du hast offensichtlich alles vollständig unter Kontrolle. Ich bin auf deiner Seite. Ich werde nichts tun, was du nicht willst. Während du daran arbeitest, Iris die Schuld in die Schuhe zu schieben. Was träumst du da vor dich hin, Phoenix Wright? Au, das tut weh! Ruhe! Ich, Franziska von Karma, werde dich höchstpersönlich durch die Ermittlungen führen. Folge mir also gefälligst. Sie hat nicht ernsthaft vor, mir die ganze Zeit nachzuschnüffeln, oder? Na gut. Interessante Wendung der Ereignisse. Wir haben einen neuen Sidekick. Franziska von Karma. Wuhu. Ein glorreiches Dreamteam werden wir in Zukunft bestimmt bilden. Mal gucken, wie viel Spaß wir zusammen haben werden. Die Brücke ist fertig. Wir können endlich rübergehen und gucken, wie es Maya geht. Das ist eine schöne Sache, aber das werden wir nicht mehr heute unter die Lupe nehmen, sondern eben erst beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Phoenix Wright Trials and Tribulations. Ich sag dann erstmal für den Moment wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.